100 Jahre Austro Daimler Sascha. Dieses Fahrzeug haben wir hier in der Museumswerkstatt wieder zum Laufen bekommen. Wir haben die Unterlagen aus dem Archiv hier mit integrieren können, um das Fahrzeug wieder technisch auf Stand zu bekommen. Der jüngste Mitarbeiter hat das älteste Auto gemacht. Und was wir genau gemacht haben, schauen wir uns jetzt an. 1921 lernt Ferdinand Porsche Sascha Graf Kollowrat kennen, ein Teilhaber von Austro Daimler und ein begeisterter Motorsportfan. Sie besprechen ein Kleinwagenprojekt. Ziel ist es, ein Fahrzeug für große Massen zu einem niedrigen Preis zu produzieren. Dazu braucht Ferdinand Porsche die Zustimmung des Austro Daimler Vorstands und der Motorsport ist das geeignete Mittel dazu. Kollowrat finanziert das Projekt. Und zu dem geplanten Serienwagen entsteht eine Rennversion, der ADSR. Und dieser erhält den Spitznamen Sascha, nach dem Finanzier Kollowrat. Und gemeinsam mit Ferdinand Porsche machten sie sich 1922 auf zu Targa Florio. Erst kurz vor der Rennteilnahme 1922 in Sizilien werden die Fahrzeuge fertig. Mit 4 Fahrzeugen reist man an. Die werden noch auf der Zugfahrt lackiert, und zwar rot, damit sie in Sizilien nicht als ausländische Fahrzeuge auffallen. Alexander Graf Kollowrat ist nicht nur Finanzier und so eine Art Einsatzleiter des gesamten Projekts, sondern er fährt auch selbst. Ein weiterer Fahrer, und das ist dann auch der erfolgreichste der Teilnahme dieser kleinen Truppe, ist Alfred Neubauer. Er wird später bekannt als Rennleiter von Mercedes. Am Ende wird er 19. im Gesamtklassement. Die Presse ist begeistert, auch wenn es nur offensichtlich der 19. Platz gesamt ist. Aber die kleinen sportlichen Wagen von Austro Daimler erzielen eben die Aufmerksamkeit. Und das war auch genau das, was Ferdinand Porsche erreichen wollte. Er wollte den Vorstand zu Hause in Wiener Neustadt bei Austro Daimler davon überzeugen, dass diese erfolgreiche Rennteilnahme und auch die weiteren, die noch folgen, dass die beste Werbung sind für das Kleinwagenprojekt ADS. Das alles reichte dennoch nicht, den Vorstand zu überzeugen, dieses Kleinwagenprojekt auch in die Serie zu bringen. Finanzielle Gründe bei Austro Daimler, die Inflation, waren natürlich weitere Gegenspieler. Letztendlich führte es dazu, dass Ferdinand Porsche Austro Daimler verließ und zur Muttergesellschaft nach Stuttgart wechselt. Die Targa Florio hat für Porsche eine ganz besondere Bedeutung. Nach dem ersten Start 1922 nimmt auch die Marke Porsche regelmäßig an den Rennen teil und 1956 gewinnt Umberto Magnoli. Man hätte nie gedacht, dass er mit einem 550 A-Spider gegen die viel stärkere Konkurrenz erfolgreich sein wird. Aber letztendlich ist es genau das Gleiche, was mit den Austro Daimler Sascha 1922 gelang. In einer niedrigen Hubraumklasse gegen die starke Konkurrenz sich doch erfolgreich durchsetzen. Hallo Jan. Jetzt, hi. Du hast dich jetzt als jüngster Mitarbeiter um das älteste Auto hier gekümmert. Und jetzt sag mir mal, was wir an der Technik gemacht haben. Komm, wir fangen mal hinten an. Ja gut, hier haben wir angefangen mit den Pralldämpfern. Die waren ja fest. Die haben wir geöffnet, haben sie wieder gängig gekriegt, dass wir einfach die Blattfedern wieder ordentlich abdämpfen können, weil wir sonst ja einfach ein schaukelndes Auto haben. Bei der Bremse angefangen, die haben wir komplett einmal revidiert, haben neue Belege ja drauf machen lassen. Mhm. Die bremst jetzt wieder richtig gut. Ist ja für uns eigentlich auch was total Neues, mit einer Seilzugsbremse hier zu arbeiten. Also auch die Seilzüge, die man hier sieht, die hier bis nach vorne laufen, haben wir ja auch ausgetauscht. Genau, da haben wir neue Seilzüge reingebaut, dass wir einfach sicher bremsen können. Haben wir hier auch nochmal die Reibdämpfer. Die sind auch gängig gemacht. Vorne Bremse haben wir logischerweise auch wieder komplett überholt. Neue Belege drauf, alles sauber abgeschmiert. Die Bremse war spannend, gell? Ja, hinten vor allen Dingen. Dann hatten wir ineinander verschachtelte Bremsbacken, ja, die ja immer übereinander, untereinander durchgehen. Und das war eine Herausforderung. Die ersten paar Meter bist du gefahren? Also fahrwerkstechnisch haben wir es, glaube ich, für das Alter sehr gut hinbekommen. Du hast klar hohe Lenkkräfte, Lenkgetriebe können wir mal rangucken. Das ist sehr kurz übersetzt. Du brauchst viel Kraft, dass du deinen Lenkwinkel bekommst. Dann ist halt eigentlich der größte Unterschied zu modernen Autos, dass du ja, wenn du eingeschlagen hast, der bleibt halt eingeschlagen. Also du hast keine Rückstellkräfte am Lenkrad. Ja, das ist so der größte Unterschied, was ich so festgestellt habe. Okay. Also ich glaube, ein sehr leichtfüßiges Auto eigentlich, wenn der sich mal in Bewegung gesetzt hat. Ja, du hast halt 460 Kilogramm. Das ist jetzt
nicht so die Menge. Dann ist es eigentlich schon ein Sportwagen zu der damaligen Zeit gewesen. Würde ich so unterschreiben. Ja. Was auch eine Innovation war zu der Zeit, waren diese Zentralverschlüsse an den Rädern oder auch den innen liegenden Schalthebel. Zu der Zeit war das alles außen. Die Wettbewerbsfahrzeuge hatten viel größere Motoren. Und Motor, Stichwort, ja, da können wir, glaube ich, auch einiges erzählen. Ja, weil beim Motor haben wir viele Sachen. Und wenn wir hier anfangen, klar, wir haben uns dazu entschieden, den modernen Vergaser draufzulassen. Dass es einfach für uns zum Handeln einfacher ist. Könnten wir jetzt einen Saugstromvergaser noch draufbauen? Ja, die OHC-Motor. Ich weiß nicht, ob die das damals schon so in der Serie gebaut haben, ich vermute nicht. Wir haben wirklich den ganzen Motorblock zerlegt und sind noch, glaube ich, einen Schritt weiter gegangen, wie wir es normal vom Motorenbau kennt. Wir haben uns eine Expertise von einem Externen geholt, der sich mit Vorkriegsfahrzeugen sehr gut auskennt. Er hat uns da wunderbar unterstützt. Auch die ganzen Unterlagen, die wir bei uns im Archiv haben, konnten wir damit einfließen lassen. Eins der spannendsten Themen fand ich, dass der Motorblock die ganzen Zylinder rausgefräst wurden. Es ist so wenig Material drumherum gewesen, weil alles schon Leichtbau war. Und da ist man hergegangen, hat die ganzen Zylinder ausgefräst und hat per Lasertechnik die neuen Zylinder reingesetzt. Das fand ich mega spannend. An Nockenwellen hatten wir ein Riesenproblem damit, dass die einfach doch abgeschliffen hatten. Mhm. Haben wir das auch im Laserschweißverfahren, haben wir da neues Material aufschweißen lassen, haben den Meisternocken gebastelt. Ja, der Meisternocken ist natürlich einmal die Grundform des neuen Nockens, der frisch berechnet wird zu dem ganzen Motor. Auch für uns eher was Unübliches, sowas zu tun. Aber auch die Kurbelwelle, die war ja auch so, wie ich so nicht kenne, gell? Nee, eine zweifach gelagerte Kurbelwelle bei einem Vierzylindermotor ist mutig, kann man machen. Ja. Hat auch funktioniert, ja. War da damals konstruktiv so bedingt? Ja. Also die Kurbelwelle tut mir wirklich wie diese Handkurbel da am ehesten die Brücke schlagen, weil die sich sehr ähnelt. Ja. So habe ich das auch noch nie gesehen. Also von dem her super interessant, in so eine alte Technik reinzukommen und zu sehen, wie weit manche Technologien damals schon entwickelt wurden, die wir heute noch im Fahrzeugbau kennen. Auch der Kühler wurde überholt. Da haben wir auch eine Reinigung gemacht und eine spezielle Lackierung. Auch spezieller Wabenkühler, gell, von früher. Ja, also früher hatte man am Anfang ja noch diese Röhrenkühler. Ja, ja. Und dann gab es Wabenkühler. Hier hat man verschiedene Materialien auch mit Lötzinn aneinander gelötet. Hier haben wir unten, da ist jetzt auch, haben wir ja, schwarz gemacht, haben wir Metall, also Eisenteile dran, dass sie halt nicht korrodieren können. Mhm. Auch für uns war das ein sehr herausragendes Projekt, weil wir haben solche Fahrzeuge, die von 1922 sind, auch nicht täglich in der Hand. Dementsprechend haben wir sehr viel gelernt bei den Fahrzeugen im Vorkriegsbereich. Beim ersten Rollout, wo wir mit dem Fahrzeug gefahren sind, war es für mich sehr erstaunlich, die doch schweren Lenkkräfte, die wir auf Asphalt aufbringen mussten und dass dieses Lenkrad keinerlei Rückstellkräfte hatte. Der Motor ist sehr gut gelaufen, sobald er, ich sag mal, über 2000 Umdrehungen hatte, konnte man mit dem super fahren, dann hat er auch super beschleunigt. Das Getriebe lässt sich sehr gut schalten. Die Bremsen funktionieren jetzt mittlerweile super. Rundum fährt sich das Auto eigentlich nicht wie ein Auto, würde ich sagen, was 100 Jahre alt ist. Ja, die Bedeutung für mich, die Ehre zu haben, das Fahrzeug wieder in einen lauffähigen Zustand zu kriegen, dass auch da von meinem Meister das Vertrauen in mich gesetzt wurde, was für uns, wie gesagt, nicht ganz alltäglich ist, solche alten Fahrzeuge zu betreuen, zu revidieren. Das fand ich halt schon sehr großartig. Und da sieht man auch, dass das Museum daran bedacht ist, seine Nachwuchskräfte zu fördern. Und das finde ich eigentlich ganz schön.